ich bin der Martin von den Blockchain Brothers. Ja, heute habe ich einen kleinen Wochenrückblick zusammengestellt. Falls ihr vielleicht diese Woche keine Zeit gehabt habt, um alle Informationen zu sammeln, habe ich die besten News vorbereitet. Und natürlich auch geht es in unserem Channel um Digitalisierung, Blockchain und Kryptowährung. Und solltest du da etwas fitter werden, einfach unseren Kanal abonnieren und gleichzeitig die Glocke aktivieren. Dann bist du immer bestens informiert, wenn wir wieder etwas Neues online bringen. Ja, diese Woche mache ich einen kleinen Rückblick, denn der Shutdown schaut so aus, wie wenn er sich zum Ende neigt. Von Normalität kann noch wenig zu sehen sein, aber im Großen und Ganzen darf jetzt wieder jeder arbeiten gehen, zumindest hier in Österreich und auch in manchen europäischen Ländern. Eröffnen schön langsam und schrittweise die Gastronomie wieder und es hat auch hier in der vergangenen Woche in Österreich einige Bewegungen gegeben und wir sind natürlich froh, zur neuen Normalität wieder zurückzukehren. Und ich glaube auch, dass es hier beim Aktien- und Fondsmarkt einige neue Punkte zu klären gibt. Momentan in der vergangenen Woche haben wir gesehen, eine kleine Seitwärtsbewegung beim Dow Jones, beim ATX und beim DAX. Und da gab es eigentlich keine großartigen Bewegungen. Ich glaube, dass es hier im Herbst noch einiges auf uns zukommt. Das sollte man auf alle Fälle im Auge behalten. Denn die Wirtschaftskrise ist in den Aktienunternehmen, in den Fondsunternehmen noch nicht angekommen durch sogenanntes Helikoptergeld, wie die Fed ja täglich druckt und auch die Europäische Zentralbank, um hier wirklich die Kosten zu minimieren, die jedem Unternehmer entstanden ist, wurde ganz viel Geld in der Vergangenheit, in der vergangenen Woche auch in den Markt gepumpt und so haben wir eigentlich keine großartigen Bewegungen gesehen, aber ich würde trotzdem auf der Hut sein. Was gab es sonst noch Neues? Ja, Bitcoin-Halving war diese Woche das große Thema und der Telegram-Channel hat sich ja einen Token organisiert, den sogenannten Gram, den Ton. Die wollten ja den an die Börse bringen, beziehungsweise auch hier ein Asset starten, aber das hat nicht ganz funktioniert. Dafür gibt es wieder neue Lebenszeichen von der Libra. Ja, die Ton, sogenannten Telegram-Leute haben hier einen kleinen Streit mit der SEC gehabt und wenn man sich mit der SEC hier anlegt, glaube ich, hat es kein gutes Zeichen, wenn die sagen, das wird nichts, kann man eigentlich das Projekt im Großen und Ganzen einstampfen. Ähnlich wie in Deutschland die BaFin, wenn die sagt, du, dieses Projekt ist nicht gut, dann kann man zusammenpacken, entweder in ein anderes Land gehen oder komplett vergessen, dasselbe auch in der FMA in Österreich. Ja, da gab es aber Neues von Facebook Libra. Facebook gehört ja mittlerweile zu einer großen Unternehmensgruppe wie Instagram, WhatsApp und Facebook. Die erreichen ja gesamt 3,5 Milliarden Menschen und da hat es ja letztes Jahr eine große Erneuerung gegeben, denn da gingen die Schlagzeilen im Sommer, gut vor einem Jahr, in die richtige Richtung. Da hieß es auf einmal im Mainstream, Facebook bringt die Kryptowährung am Markt und der Bitcoin ging durch die Decke. Wir hatten letztes Jahr um diese Zeit nicht ganz im Juli ungefähr 13.000 Dollar. Natürlich, wenn Facebook so einen medialen Auftritt plant, dass Kryptowährungen jetzt Mainstream-tauglich waren, da hat das natürlich in unserer Branche sehr, sehr gut und es gingen auch die Kurse direkt nach oben. Ja, so wie sich Telegram verabschiedet hat, hat die Libra Association neue Mitglieder ins Boot geholt. Und ich habe immer gesagt, Mark Zuckerberg, den dürfen wir nicht unterschätzen am Kryptomarkt. Der lässt sich nur wenig in die Suppe spucken, denn sie haben ja mit dem Projekt Libra einige große Unternehmen in das Boot geholt. Und im Hintergrund wurde eine App entwickelt, die Calibra, wie es so schön heißt. Und jetzt kommt es eigentlich auf die gesamte Regelung an. Wie machen sie das für jedes Land tauglich? Und ihr wisst ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten hier einer Kontrolle, wie zum Beispiel die Schweizer kontrollieren anders wie die Deutschen oder die Amerikaner. Da gibt es sogenannte Finanzmarktaufsichten, wie es so schön heißt, und jeder hat andere Bedingungen. Und hier versucht wirklich die Libra Association weltweit alle möglichen Richtlinien einzuhalten, um das Produkt hier wirklich an den Markt zu bringen. Mit der Calibra App schaffen es natürlich auch in allen Ländern hier in ihrer Landessprache aufzutreten und das, wie man ja gewohnt ist von Facebook, sehr, sehr einfach zu bedienen. Im Hintergrund läuft dann das Projekt eben Libra mit einem sogenannten Stablecoin, der hinterlegt wird, um hier wirklich in Echtzeit Kryptowährungen zu verschicken. Und da bin ich wirklich gespannt, was hier auf uns zukommt mit Mark Zuckerberg. Ja, im Hintergrund gab es noch was Neues. Visa, der größte Zahlungsanbieter, hat hier ein Patent eingereicht im Bereich Krypto.
Und ja, einer der größten Zahlungsdienstleister neben Mastercard, Visa und MoneyGram, wie sie alle heißen, gab es hier einen Patentantrag von Visa. Und wenn man so wirklich hier die Zeit beobachtet, sieht man schon, es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Ich glaube auch, dass man hier in nächster Zeit auch einiges Großes erwarten kann, denn ich glaube, jeder von uns hat es mitbekommen, es dreht sich die Welt um die Digitalisierung. Nicht nur wir zu Hause haben WhatsApp in Telegram-Channel oder auch in Facebook oder auch Instagram sehr, sehr viel genutzt, sondern auch Schulen haben hier die Digitalisierung genutzt. Die Weiterentwicklung von Homeoffice wurde gestaltet und mittlerweile hat uns die Pandemie eigentlich in die digitale Welt gebracht und der Markt der Offline-Geschäfte ging eher zurück und der Anstieg der Online-Geschäfte ging in die Höhe. Und so, glaube ich, könnte es auch in Zukunft sein, dass alle, die in der Online-Branche hier sind, richtig viel Geld machen. Natürlich auch wie unser Chef Amazon, der andere Mitarbeiter bauen hier vom Unternehmen ab oder werden vom Unternehmen gekündigt. Er hat aufgenommen und seine Quartalszahlen waren natürlich in der vergangenen Zeit sehr, sehr erheblich, völlig verständlich, denn bis ich als kleiner Unternehmer hier einen Online-Shop bewerben kann oder hier wirklich bauen kann, ist die ganze Pandemie schon wieder vorbei. Und Amazon hatte das schon perfektioniert in den letzten Jahren und deshalb auch hier ein ganz, ganz interessanter, großer Kurssprung. Ja, was gab es noch Neues? Das hat mich natürlich ganz positiv gestimmt, denn JP Morgan, der hat immer geschimpft und hat immer gesagt, ach, Kryptowährungen, alles Scam und Bitcoin und alles andere. Doch die haben den Schritt gewagt. Sie nehmen als erste große Bank, JP Morgan Bank kennt man ja, eine große Kryptobörse auf den Schirm oder zwei sogar. Nicht nur die bekannte Coinbase, sondern Gemini heißt die. Die haben natürlich hier einige Hürden übernehmen müssen und das war gar nicht so einfach. Aber im Großen und Ganzen bietet jetzt JP Morgan im Hintergrund natürlich jetzt schon, rüstet sich auf den großen digitalen Ansturm und auch auf die Kryptowährungen. Ich weiß noch, vor kurzem hieß es nur JP Morgan Coin und jetzt integrieren sie auch unseren Bitcoin, der ja in der vergangenen Woche das Halving erreicht hat. Und da gab es natürlich auch Höhen und Tiefen, denn zum Beginn dieser Woche haben wir gesehen, dass der Bitcoin hier vorm Halving steht und manche haben hier noch investiert. Und das war so kurz vorm Halving, wo ich jetzt gerade hinzeige. Da war die Marktkapitalisierung bei 242 Milliarden Dollar. Dann ging es einmal richtig talwärts. Das war zum Halving. Und am Wochenbeginn, am schlechtesten, haben wir 230 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gehabt. Und jetzt ging es eigentlich Schritt für Schritt hinauf. Und wir befinden uns momentan bei, sage und schreibe, 280 Milliarden Dollar. Ja, das war sicher ein Meilenstein, das Bitcoin-Halving passiert alle 4 Jahre. Und aus den 12,5 Bitcoins pro Block, die man in Belohnung an Miner ausschüttet, gibt es in Zukunft nur mehr 6,25. Und das nächste Halving steht in circa 4 Jahren an. Alle 4 Jahre passiert das. Nach einer gewissen Blockanzahl werden die Miner zu halbiert von der Belohnung her. Und deswegen heißt es auch Halving. Also 6,25 Bitcoins gibt es momentan für die Miner pro Block als Belohnung. Und ich glaube, das könnte den Bitcoin-Kurs, wenn man der Vergangenheit glauben kann, in nächster Zeit wirklich beflügeln. Diese Woche hätte er mal versucht, der Bitcoin in Richtung 10.000 zu gehen, aber das haben wir noch nicht geschafft. Wie schaut es momentan aktuell aus? Ich scroll mal rüber zu den aktuellen Kursen. So, da haben wir schon wieder, ich muss mal schauen, dass man hier zeitgemäß rüberkommen soll. Da haben wir den Kurs. Bitcoin steht momentan, sage und schreibe, bei 9.500 Dollar, aber die Tendenz definitiv steigend. Die letzten 7 Tage gab es hier einen Anstieg von 8-9%. Also generell alle Coins in der Vergangenheit, in der vergangenen Woche ging es eher Tendenz hinauf und ich bin gespannt, wie diese Woche ist. Ich glaube, da können wir noch einiges gespannt sein. Ja, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, wie die Kurse wieder sind, dann müsst ihr unbedingt in Zukunft wieder Blockchain Brothers einschalten. Ich hoffe, der ganze Rückblick hat euch etwas Licht in die Sache gebracht und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns kommende Woche wiedersehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte einmal liken, vielleicht abonniere unseren Channel, denn wir sind immer bestens vorbereitet und auch gut informiert. Dann bitte nicht die Glocke vergessen. Und wir sehen uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen gesunden nächsten Woche Start. Bis bald.